einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von dem Saboteur. Wir haben in der letzten Folge leider hier auf diesem Gebäude gestanden und das war nicht so gut, aber wir haben die hier ein bisschen in Aufruhr gebracht und jetzt ist die große Frage, ob ich nicht vielleicht sogar an ihnen... Die Jungs sind ziemlich nervös. Netter Versuch. Scheiße, scheiße. Was? Ach nö. Das ist unser Mann. Mit Gottes Hilfe! Oh. Oh. Leute. Wo ist das Pissoir? Gib mir das Pissoir. Nein, das Pissoir geht nicht. Das ist eine gute Stelle. So kann man es auch machen. Oh, komm, komm, komm. Ich schieß mich da echt gleich durch. Das kann doch echt nicht sein. Das war einfach. Hallo. Etwas mehr Respekt, bitte. Ich probiere mal was. Ach, Mist. Vorsicht. Vorsicht. Vorsicht! Er schießt! Wo ist er denn? Wo schießt noch einer? Für Deutschland! Ja, ja! Spinner! Komm, 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 komm. Was? Nimm meine Waffe. Oh, die Sniper. So, komm, mach dich fertig. Heil dich, heil dich, heil dich. Nimm auf, fahr ihm in den Rücken, los. So. Jetzt bin ich gespannt. Nein, wir wurden gesehen. Das war's. Ja. Da kommen sie schon wieder. Waren die nicht vorhin schon da? Das ist doch Déjà-vu, ist das. Haben wir das wirklich schon erlebt? Die Matrix ist kaputt. So. Gehen wir. So, wir haben ja eigentlich hier einen liegen, der ist unbefleckt. Ah, Mist, können wir aber nicht anziehen. Scheiße. Aber guck mal, ist alles frei. Ich bräuchte jetzt nur eine ordnungsgemäße... Wie komme ich denn hier rein? Ach so. Na klar komme ich hier rein. Düt. Ablenkung. Bumm. Jo. Geht's auch?
Du kannst dich nicht verstecken. Wir werden dich finden. Greift ihn an, verdammt nochmal. Ihr Bastard. Ach, Schacht. Das. Wollt ihr erschossen werden? In Deckung. Ja. Na. Ich muss hier jemand befreien. La. Oh. Muss aufpassen. Was ist hier passiert? Oh mein Gott! Na! Lauf! Hier wird's zu heiß! Und dabei heißt es, knapp gibt's nur beim Hufeisen werfen. Hier ist so einer. Genau, nimm das Arschloch. So, ich mache euch mal die Tür auf hier. Halt, da ist doch irgendwo einer. Da drüben ist irgendwo noch einer. Oder war? So. Ja. Da schießt wer. Sind Sie? Margot schickt mich. Bleiben Sie in meiner Nähe und ziehen Sie den Kopf ein. So, komm. Komm. Komm hier lang. Wobei das natürlich bescheuert wäre hier. Oder ist. Wegen dem Sniper da oben. Aua. Komm hier lang. Komm. Komm, wir müssen entkommen. Shit. Aua. Oh. Komm, los. Komm, aussteigen! Nein! Komm, steh auf! Oh Gott! Der Kanzler hat alle Dorf! Also, warum
arbeitet ein Deutscher wie Sie gegen Ihre eigenen Leute? Das sind nicht meine Leute. Seit der Machtübernahme kommt das Blut in meinen Adern einem Todesurteil gleich. Okay. Wie sind Sie in die Sache reingeraten? Ich habe in Heidelberg Radiotechnik studiert. Meine Familie ist nach der Machtübernahme geflohen. Jetzt bin ich hier. Haben Sie sich dem Widerstand angeschlossen? Das schien mir das einzig Vernünftige zu sein. Vernünftig? Das ist gut. Wir sind Heimatlose, Sie und ich. Aber wir haben immer noch eine Seele, oder? Werden Sie das sagen? Boah! Ohne Ende. Los, raus aus dem Ring. Raus aus dem Ring. Ja! Oh mein Gott. Boah. Nachdem es schon so mies aussah, wir haben es doch geschafft. Boah. Das geht runter wie Öl. Wirklich. Ich habe echt schon damit gerechnet. Jetzt ganz ehrlich? Aber ja. Komm mal mit. Steigst du bitte aus? Danke. Ich brauche ein anderes Auto. Der sieht gut aus, der Schlitten hier. Komm her. Das hat ihn sicher geärgert. Ja, doch nicht. Das ärgert ihn bestimmt. So, und jetzt der Vollspeed. Oh. Ja. Daneben. Jawohl. Motor. Boah. Ach du Scheiße. Jawohl! Oh, bitte! Wo kann ich denn hin hier? Ach, wir sind ja schon wieder hier, wo wir gestartet sind. Oh nein! Ah. Was habe ich Ihnen getan? Ich habe gar nichts getan. Och nö. Ich wollte doch zum Ziel. Ah. Scheiße. Entschuldigung. Oh mein Gott. Schnell durch. Ach nee! Los, schnell raus hier! So, zweiter Versuch. Aber es kann doch echt nicht sein. Oh nein! Oh Gott! Wo müssen wir denn hin? Ja. Ach Mensch, die erkennen uns immer wieder. Oh.
Klappe zu. Haben wir es jetzt endlich, oder? Ich hab hier... Hey, neues Auto, neues Glück. So, komm mal her. Hier steht ein neuer Wagen. Komm. Ein Gütmann. Komm, rein hier. So, los. Mal gucken, wie viel... den Triumphbogen fahren wir durch. Oh, Glück gehabt. Der quietscht. Le Triumphbögen lang hier. Ach, hier ist die Resistance. Mäh, mäh. Oh. Mann. Was ist das? Erfolg! Yay! Oh, wir machen mal diesen und wir machen auch... Wo ist es? Da. Neuer Spielstand. Oh, sicher ist sicher. Ah, ihr habt das schon mal... Ihr seht da zum Beispiel, wann so immer gespielt wurde, ne? Gefängnisausbruch, ja, das haben wir gemacht. Wir sind hier eigentlich so weit durch, ja? Aber, so, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir haben hier so richtig coole Karre, haben wir hier. Und die Musik ist immer noch so laut. Warum ist die Musik eigentlich so laut? Ich hätte jetzt erwartet, dass die Musik weitaus leiser ist, weil ich sie ja hier schon weitaus, ja, speichern. Ja, ist genauso laut. Also, ist egal. So, was ist das? Ma ist Margot Honecker, war das, ne? Hier, Lüg ist das. Lüg. Und das ist dann hier... Das passt ganz gut. Oh, das quietscht, das Auto. Och, nee. Warum quietscht es so? Oh. Warum fahre ich nicht auf der Straße? Warum sind hier keine Streifen auf der Straße? Kein Wunder, dass ich falsch fahre. Da. La. Ah. Ja, na. Und jetzt ist wieder Ton weg. Nein! Die Franzosen stehen auf Holperstraßen. Ach, kommt, Leute. Das muss jetzt nicht sein. Opernviertel. Scheiße. Das war nicht gut. Warum ist Luke dort? Klappe zu, Radio. Warum? Was? Wer wird denn da hingerichtet? Hallo? Wer sind die? Freunde, Renard und seine Männer. Sie sind vor 2 Tagen verschwunden. Heute Morgen haben wir sie irre gefunden. Was ist passiert? Sie haben sich auf eine Mission vorbereitet. Renard wurde mit den Taschen voller Zünder erwischt. Er war ein harter Hund. Aber die haben ihn gefoltert, bis er auch die anderen verraten hat. Dieser blonde Schlechter hat ihn geäutet wie ein Tier. Wie war das? Der neue Chef der Staatssicherheit, ein deutscher Oberst, war vor dem Krieg so eine Art Rennfahrer. Dirke. So heißt er. Das ist seine Botschaft an die Resistance. Was war Renards Ziel? Das Geschütz am Élysée-Theater. Es ist in diesem Teil der Stadt ein Machtsymbol der Deutschen. Macht einen ohrenbetäubenden Lärm. Immer wenn es feuert... Schwindet in Paris die Hoffnung. Dann müssen wir den Parisern wohl einen Grund zum Feiern geben. Ich dachte mir, dass sie das so sehen. Reden Sie mit Bryman. Machst du überhaupt irgendwas anderes? So, das heißt, ich werde wahrscheinlich... Oder ich werde ungemütlich. Können wir hier hoch, ja, ne? Ach, Herr Jemine. Ach, scheiße, sowas. Warum kann ich an die nicht ran? Ach, das ist ein... Ah ja, okay. Ich sehe schon. Gut. Es beginnt eine neue Mission.
oder würde beginnen. Deswegen mache ich an der Stelle ein Folgenpäuschen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Begleiten, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Abonnieren. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.